Hallo, wir sind Alex und Carmen und das hier ist unsere Schule. Es ist die einzige im Bereich Nahrungsmittelgewerbe und darum kommen viele Schüler aus ganz Südtirol zu uns. Es sind ca. 800 und viele von ihnen wohnen auch im hauseigenen Schülerheim. Hier kann man 5 verschiedene Berufe erlernen und zwar haben wir Koch, Konditoren, Bäcker, Metzger und Servicefachkräfte. Früher wurden nur Lehrlinge ausgebildet. Inzwischen gibt es auch ein Biennium für die Hotelfachschulen und dreijährige Fachschulen. Neben viel Fachkunde haben wir auch allgemeinbildende Fächer. Lust auf einen schnellen Kaffee? Ja, klar. Hier an unserer Schule lassen wir es uns gut gehen. Hier gibt es frische, hausgemachte Brötchen und 3 Restaurants. Und das Beste ist, das alles wird von uns Schülern hergestellt und gemanagt. Nicht wahr, Marion? Ja, ob ihr es glaubt oder nicht. Ich bin gerade im Unterricht, im Praxisunterricht. Ich besuche die erste Klasse Service und wir führen die Bar. Cool, oder? Die Service-Schüler an unserer Schule lernen nicht nur, wie man frischen Kaffee und Brötchen zubereitet. Du Simon, da machst du ja ganz was Buntes. Was wird das? Hier mache ich einen schönen Aperitif-Cocktail, einen Negroni. Zutaten sind Martini Rot, Campari und Gin. Zum Schluss gieße ich ihn noch mit ein bisschen Sodawasser auf. Beim Servieren gehören Fachkenntnisse, Geschicklichkeit und die Eleganz der Bewegungen zu den Qualitätsmerkmalen. Servicefachkräfte kennen sich natürlich auch bei Weinen aus. Matthias, welchen hast du heute für uns? Also ich habe hier den Chardonnay Binay 2010, Kellerei Schreck-Biechel und der passt hervorragend zu der Forelle. Hier haben wir Forelle Blau mit Brokkoli-Gemüse und Kartoffeln. Guten Appetit! Ja, so ist es an unserer Schule. Heute werden wir von Elisa bedient und morgen vielleicht bediene ich sie. Ganz nach dem Motto, einer für alle und alle für einen. Das alles haben unsere Schülerkollegen aus der Küchenabteilung gemacht. Das sehen wir uns nach dem Essen genauer an, oder Alex? Ja. Bei der Vorbesprechung werden wir jetzt sprechen über den ersten Gang vom Tagesmenü. Der erste Gang vom Tagesmenü steht auf der Karte: Schinkenmus mit Honigmelone, Sektgelee und kleinem Salat. Das sieht aber köstlich aus. Steht das auch auf dem Speiseplan heute? Ja, das ist die heutige kalte Vorspeise. Schinkenmus mit Melone und Sektgelee. Das haben wir ausgarniert mit verschiedenen Blattsalaten, Rohschinken. Dann als Suppe haben wir die Schaumsuppe von der Petersilienwurzel. Als Hauptgericht gebratene Scheiben von Hirschrückenfilet auf Wacholderschü. Kartoffelpüree mit Thymian, gebratene Apfelscheiben mit Preiselbeermarmelade und Karotten, Kohlrabi und Rosenkohlblätter. Und als Süßspeise haben wir Kastanien, halbgefrorenes mit Schokoladensauce. Herr Lerker, was macht eigentlich einen guten Koch aus? Ja, in allererster Linie Begeisterung, Freude, Motivation.
handwerkliches Geschick, ein gutes Organisationstalent. Er muss ein guter Einkäufer sein, achten, dass die Produkte fachtechnisch richtig korrekt verarbeitet werden. Also wirtschaftliches Denken in der Küche ist natürlich sehr, sehr förderlich. Hinzu kommt noch natürlich Hygiene, Arbeitshygiene, Berufshygiene, personelle Hygiene. Also das sind so die Fundamente, um ein guter Koch zu werden. Wow, ein Gericht wie von einem Nobelrestaurant für unsere Schülerkollegen. Nicht schlecht, oder? Ja, und dieses schöne Stück Fleisch haben unsere Metzgerkollegen heute am Morgen frisch vorbereitet. Bei den Metzgern geht es nicht nur darum, das Fleisch schön aufzuschneiden, da gehört auch eine Menge Fachwissen dazu. Hallo Markus, welches Fleisch verarbeitest du hier gerade? Hallo Alex, ich verarbeite alleweil Lammfleisch. Wir haben drei Typen von Lammfleisch gekriegt heute. Ich habe es jetzt zerlegt in die Einzelteile, da in Schulter, Hals, Bauch mit den Rippen, das Karree und die Schlägel. Und ist es nicht sehr gefährlich, mit diesen scharfen Messern zu arbeiten? Ja, es ist gefährlich, mit dem Messer zu arbeiten, aber wir tragen eine Schutzkleidung. Hier am Bauch und am Arm und vermeiden selber wegen Schnittverletzungen. Andreas, welche Masse machst du hier? Das ist eine Currywurst. Die gibt es morgen beim Mittagessen in unserer Mensa oben. Und welche verschiedenen Wurstsorten macht ihr hier noch? Ja, hier in der Schule produzieren wir noch sehr viele andere verschiedene Wurstsorten, von Frankfurter, Meraner, verschiedene Aufschnittsorten bis Rohwürste, Salami, Kaminwurzen, eigentlich alles, was das Herz begehrt. Gibt es hier auch verschiedene Herstellungsmethoden? Es gibt sehr viele verschiedene Herstellungsmethoden. Das ist zum Beispiel eine Brühwurst, die wird im Wasser anschließend gekocht. Und der Kaminwurzel zum Beispiel, die man in der Räucherkammer räuchern, wird dann schließlich im Klimaraum luftgetrocknet und gereift. Und das lernen wir alles in der Schule, dass wir das dann auch im Betrieb gut umsetzen können. Boah, das sieht ja super aus. Gehört das auch zur Aufgabe eines Metzgers? Ja, aber natürlich. Also der Metzger ist auch ein klein wenig Koch. Er sollte über die Ware Bescheid wissen. Zum Beispiel in den Geschäften machen wir kleine Spieße, Rindsrouladen oder gefüllte Schnitzel. Also für die Hausfrau komfortabel vorbereitet. Und somit hat sie eigentlich wenig Arbeit und kann das fertige Produkt so hernehmen, wie es ist. Und was ist in den kleinen Gläschen? Also das sind Kleinkonserven, die haltbar gemacht werden. Der Metzger soll auch ein bisschen Koch sein und über solche Fertigprodukte Bescheid wissen und auch herstellen können. Zum Beispiel Ragouts, Gulasch und Soßen. Also ich habe jetzt richtig Lust auf mein Wurstbrot. Ja, Zeit für die Pause. An der Berufsschule Emma Hellensteiner ist immer was los. Es gibt keinen Tag, wo nicht irgendwelche besonderen Veranstaltungen laufen, Essen für Gäste, Events, die wir organisieren. Deswegen sind bei uns Schüler willkommen und fühlen sich auch wohl, die gerne zupacken, die gerne praktisch arbeiten, die sich einsetzen, die auch Durchhaltevermögen und Ausdauer haben. Bei uns hier an der Schule hat jeder seinen eigenen Spind. Das kennt ihr bestimmt aus den amerikanischen Filmen. Den Spind brauchen wir, weil hier die Schüler wie an der Uni zu den Lehrern in die Klasse gehen und nicht umgekehrt. Bei uns hier werden auch allgemeinbildende Fächer wie zum Beispiel Deutsch, Englisch oder Mathematik gelehrt. Okay, we're going to talk about school days. Yes, we're going to talk. Viele Klassen sind offen. Offene Klassen bieten
freies Lernen und freies Denken. Entschuldigung, wir waren wohl etwas zu laut. Riechst du auch, was ich rieche? Frische Brötchen. Die Bäcker machen uns das Leben in der Schule ganz schön schwer. Hallo Martin, was backst du da gerade? Ich mache da allebei Plundergebäcke. Selbst ein Gipfelen, das sind alles die gleichen Teile. Lei mit anderen füllt, das ist eine Nussschnecke, Schokoladegipfel, Marmeladegipfel. Herr Bassler, welche Backwaren stellen Sie eigentlich her? Das ist zum Beispiel ein Südtiroler Qualitätsprodukt, ein Brädel aus Südtiroler Getreide. Wir stellen zudem verschiedenste Hefe-Süßteigarten her in der Schule. Verschiedenste Weizenbrotarten und auch sehr viel Vollkorngebäcke. Was ist das Besondere an einem Bäckerberuf? Der schöne Bäckerberuf ist das kreative Arbeiten, weil man jeden Tag andere Produkte herstellen kann. Es wird also nie langweilig. Man sollte als Bäcker pünktlich sein, genau arbeiten können, im Team arbeiten können und ein gewisses Maß an Durchhaltevermögen, weil man eben früh aufstehen muss, sollte man auch mitbringen. Wie das schön aussieht und herrlich duftet. Da hast du recht. Komm Alex, lass uns zu den Konditoren nebenan gehen. Da gibt es schöne Sachen zu sehen. Aber was lernt ein angehender Konditor hier bei Ihnen? Ein angehender Konditor lernt, mit den Rohstoffen respektvoll umzugehen, diese fachgerecht einzusetzen. Er lernt, kreative Torten herzustellen, Marzipanfiguren zu modellieren, auszugarnieren, verschiedene Dekors anzubringen und immer ein bisschen im Trend der Zeit diese auch weiterzuentwickeln und seinen eigenen Stil zu verfeinern. Wahnsinn, sind die schön. Da könnt ihr ja an richtigen Wettkämpfen teilnehmen. Ja, seit immer. Alle zwei Jahre finden diese Weltmeisterschaften statt. Die Südtiroler Konditoren gehen da auch mit. Und wir gehören zu den Besten der Welt, weil wir haben schon zweimal diese Weltmeisterschaft gewonnen. Nicht nur unsere Konditoren messen sich mit den Besten der Welt. Auch wir Servicekräfte wollen es beim Kellnerlauf wissen. Österreichische und Südtiroler Schulen treten gegeneinander an. Und nur der Beste kann gewinnen. Wie ihr seht, ist bei uns ja richtig viel Action. Und das ändert sich auch am Ende des Schultages nicht. Im hauseigenen Heim geht die Post ab.
all den Vorzügen ist die Emma Hellensteiner trotzdem noch eine Schule. Und das heißt auch lernen. Ja, wie ihr seht, langweilig wird es bei uns hier nie. Ich hoffe, wir sehen uns wieder an der Emma Hellensteiner. Vielen Dank!